Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Vicious Love von L.J. Sheen. Das ist der erste Teil der Sinners of Saint Reihe und ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Buch bekommen habe. Ich habe das in so einer Buchbox gekriegt, da war noch so ein Puzzle da dabei, was die ersten Sätze dieses Buches beinhaltet und das fand ich schon cool. Und ja, ich habe dieses Buch dann natürlich auch gleich gelesen, als es kam. Und es hat mich mega interessiert, denn ich finde, dieses Buch klang richtig gut. Und das klang so nach einer Susi-Geschichte. Und ja, ich muss aber sagen, dass dieses Buch schon recht unrealistisch ist und total überzogen ist. Man muss Geschichten mit Stereotypen mögen. Wir haben hier wieder einen Typen, der in seiner Kindheit was Schlimmes erlebt hat und daraufhin nicht klarkommt und jetzt daraufhin ein totales Arschloch ist. Und ja, also sowas muss man auf jeden Fall mögen. Dann sollte man dieses Buch lesen. Wenn man sowas jetzt überhaupt nicht mag, lasst die Finger von. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es in Vicious Love geht. Im Buch geht es um Emilia LeBlanc und Emilia ist Tochter von zwei Hausangestellten. Also ihre Eltern arbeiten für die Familie Spencer. Die Familie Spencer ist unglaublich reich und in Kalifornien, in diesem Ort, wo sie wohnen, auch sehr, sehr angesehen und die haben da quasi das Sagen. Und ihre Mutter ist die Köchin der Familie und ihr Vater ist quasi der Gärtner und Hausmeister. Und sie wohnt mit ihren Eltern auch auf diesem Grundstück in der Angestelltenwohnung und ja, sie geht halt auch auf die Schule von diesen ganzen reichen Leuten und das ist für Emilia alles nicht so einfach, denn sie ist halt nicht reich und sie gehört halt einfach nicht zu dieser Welt so da dazu. Und eines Tages ist es so, dass Emilia etwas mitbekommt, was den Sohn quasi der Spencers betrifft und das hätte sie nicht hören dürfen. Daraufhin macht Baron Spencer, so heißt er, wird aber von allen nur Vicious genannt, ihr das Leben zur Hölle. Und sie versteht halt nicht warum, denn sie hat eigentlich im Prinzip nicht wirklich irgendwas mitgekriegt. Und der Typ jagt ihr halt dann einfach immer nur Angst ein und er mobbt sie quasi auch wirklich echt übel. Und sie versteht halt nicht, warum er sie nicht einfach in Ruhe lassen kann, denn sie hat nie irgendwas über dieses Gespräch erzählt oder würde das halt auch nicht, weil sie ja selber nicht weiß, was sie da eigentlich gehört hat, weil das für sie halt auch alles keinen Sinn gemacht hat. Und Vicious lässt sie aber halt einfach nicht in Ruhe. Und dann ist es so, dass Emilia irgendwann einen Freund hat und daraufhin rastet Vicious völlig aus. Und er schert sie zum Teufel. Und er jagt sie quasi nach dem Schulabschluss aus der Stadt und droht ihr. Und 10 Jahre später treffen die beiden wieder aufeinander. Und Emilia kann nicht glauben, dass er jetzt wieder vor ihr steht und ihr ein Angebot macht, was sie nicht ausschlagen kann. Denn Emilia braucht dringend Geld, denn sie muss sich und ihre kranke Schwester versorgen. Und ja, sie hat im Endeffekt keine Wahl, als Vicious Angebot anzunehmen. Und was das für ein Angebot ist und ob sie ihm im Endeffekt verzeihen kann, was er ihr in der Vergangenheit angetan hat und warum er ihr das Ganze überhaupt angetan hat, das ist das Große, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass mir die Handlung mega gut gefallen hat. Wir beginnen die Geschichte quasi in der Vergangenheit, 10 Jahre zuvor. Dort treffen wir dann halt das erste Mal auf Emilia und Vicious und sehen diese Begegnung quasi, die Emilia nicht hätte sehen dürfen. Und man fragt sich ja halt die ganze Zeit so, warum macht er deswegen so ein Aufheben? Weil man versteht es als Leser selber nicht so richtig und blickt da nicht so richtig durch. Und man bekommt dann quasi in der Geschichte das Ganze Stück für Stück erklärt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was die Handlung betrifft, fand ich es richtig gut. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte die Rückblenden, die wir hier immer wieder hatten. Ich fand es gut, wie die Geschichte immer wieder Spannung aufgebaut hat und man dachte so, jetzt endlich und dann so, ah, nein. Weil man hat eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass Vicious sich ändert und dass er versteht und einsieht, was er an Emilia eigentlich hat. Und dann dachte man so, jetzt und dann so, ach nein, wieder nicht, er ist immer noch das Arschloch. Und man hat eigentlich die ganze Zeit mitgefiebert, dass der Typ sich endlich einkriegt und sich endlich ändert und endlich einsieht, was er an ihr hat. Und das hat halt immer wieder so eine krasse Spannung aufgebaut. Ich glaube, ich verrate euch da nicht zu viel, dass es um die beiden liebesgedönsmäßig geht, ne? Also das ist eigentlich ziemlich klar. Und ja, und man wartet halt immer wieder darauf, dass das jetzt endlich passiert und dass er endlich sich ändert und da endlich irgendwie was passiert und er einen Schritt vorwärts macht und irgendwie passiert das nicht und denkst dir die ganze Zeit so, und du verfluchst diesen Typen dafür und du... Und man verflucht auch Emilia in diesem Buch sehr oft, also mir ging es so. Ich habe immer gedacht, boah Mädchen, das ist doch nicht dein Ernst, das kannst du dir doch nicht alles gefallen lassen, wehr dich. Und das Ding ist, dass Vicious selber immer zu ihr sagt, wehr dich. Und sie macht es aber einfach nicht, weil sie sich halt denkt so, nein, ich gehe jedem Streit aus dem Weg, ich stehe über dem Ding. Was jetzt auch keine verkehrte Einstellung ist, aber man wartet halt einfach nur drauf, dass sie sich jetzt endlich mal wehrt. Und
Ja, ich fand, wie gesagt, was die Handlung betraf, die Geschichte richtig gut. Es war immer eine gute Spannung in der Geschichte und ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich fand das gut, wie das am Ende alles aufgelöst wurde und wie das am Ende alles abgehandelt wurde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses Buch ist übertrieben, dieses Buch ist überzogen, dieses Buch ist meiner Meinung nach auch total unrealistisch, aber ich mag solche Geschichten und wenn ihr solche Geschichten mögt, dann werdet ihr das auch mögen. Und ja, ich fand es gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es sehr. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass ich Emilia als unsere Protagonistin sehr, sehr mochte. Ich war komplett bei ihr, auch wenn ich sie manchmal hätte schütteln mögen und gedacht habe, wehr dich! Verdammt, du kannst dir doch nicht alles von dem gefallen lassen. Und ja, was Vicious betrifft, man wartet halt, wie gesagt, die ganze Zeit darauf, auch mehr über ihn zu erfahren und die Hintergründe zu erfahren und zu erfahren, warum er so ist, wie er ist und warum er das tut, was er tut. Und ja, man bekommt das dann immer so brückchenweise hingeworfen und dann am Ende kommt dann die große Aufklärung. Man denkt sich so, okay, macht irgendwie Sinn. Man versteht ihn jetzt schon irgendwie, auch wenn das kein Grund ist, sich so zu verhalten und hast ihn nicht gesehen. Und ja, also was Vicious betrifft, mag man ihn am Anfang nicht wirklich, aber mit der Zeit lernt man ihn schon irgendwie mögen. Also das ist so ganz komisch. Das ist wie so eine Hassliebe, die man gegenüber diesem Typen entwickelt. Und so geht es Emilia ja auch. Also sie hat ja quasi auch so eine Hassliebe diesen Menschen gegenüber. Und sie weiß immer nicht, ob sie ihn mehr hassen als lieben soll. Und das war einfach auch so eine tolle Mischung zwischen den beiden, was in diesem Buch so dargelegt wurde. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ansonsten, was die Nebencharaktere betraf, haben die mir auch alle gut gefallen. Die haben alle ihre Rollen gespielt. Die kamen alle so rüber, wie sie rüberkommen sollten. Ich fand ihre Eltern ein bisschen zu schwach, ein bisschen zu blass. Das waren mir einfach... Ich weiß nicht, diese Menschen waren einfach für mich sehr oberflächlich. Also die haben sich nicht um ihre Tochter so wirklich gekümmert oder um ihre Töchter. Die haben sich auch nicht um Emmas Schwester irgendwie mitgekümmert. Also Emma hat ja dann in New York für sich und ihre Schwester gesorgt und ihre Eltern, die hat das gefühlt einen Scheiß interessiert, dass sie da ums Überleben quasi kämpfen auch. Und das fand ich ein bisschen blöd. Also das hat die Eltern für mich sehr unsympathisch wirken lassen. Und wie gesagt, die waren halt für mich auch im Allgemeinen sehr, sehr blass. Auch in der Vergangenheit, wo wir diese Rückblenden haben. Das kam halt immer alles so vor, das hat die Eltern nicht interessiert. Ja, also was die Eltern betrifft, die waren halt für mich einfach nicht präsent genug. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass es halt mehr Eltern gewesen wären als nur so irgendwelche Leute gefühlt. Ansonsten... Was ansonsten die Nebencharaktere betrifft, bin ich gespannt auf den nächsten Teil. Man weiß hier schon, um wen es im nächsten Teil gehen wird. Man kann hier hinten, ist auch noch schon der Leseprobe vom zweiten Teil mit drin, aber man erfährt es auch schon im Laufe der Geschichte. Im zweiten Teil geht es dann um die Schwester von Emilia und auf die Geschichte bin ich auch schon sehr gespannt. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, wie gesagt, haben die alle ihre Rollen gespielt. Ich fand das alles ein bisschen übertrieben, das Verhalten der Jugendlichen, aber wer weiß, wie das bei den Reichen und Schönen ist. Vielleicht verhalten die sich ja wirklich so. Ich hatte mich ja auch bei Save Me von Mona Kasten schon über das Verhalten der Jugendlichen gewundert und die haben sich hier genauso verhalten wie die. Also vielleicht ist da doch irgendwie was dran, nur ich kann es halt nicht nachvollziehen. Wer weiß das schon. Was das Setting betrifft, spielt ein großer Teil der Geschichte in New York, was ich sehr, sehr cool finde, denn ihr wisst, ich liebe New York als Setting. Und ich finde, die Stadt ist uns gut vermittelt worden, die ist gut rübergebracht worden. Also wenn ich persönlich New York schon höre als Setting, dann habe ich automatisch für mich schon Bilder im Kopf. Und ich fand, die Autorin hat ja aber gute... Ecken von New York gefunden, die jetzt einem auch nicht so standard, die halt nicht so standardmäßig sind. Und sie hat das gut rübergebracht, sie hat das gut gezeigt. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite der Geschichte noch Kalifornien, wo halt Emilia und Vicious aufwachsen. Und das ist auch alles sehr, sehr gut dargestellt worden, fand ich. Also ich hatte mit dem Setting und meiner Vorstellungskraft keine Probleme. Auch die Interaktion in den Szenen hat mir gut gefallen. Damit bin ich auch super zurechtgekommen, hatte ich auch keinerlei Probleme. Was den Schreibstil von LJ Sheen betrifft, geht er natürlich wieder gut und locker von der Hand. Das ist ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil. Aber er ist schon teilweise ein bisschen obszön, möchte ich sagen. Also hier kommen schon einige Wörter drin vor, die man jetzt nicht in jedem Buch findet. Man sollte da auch nicht zimperlich sein. Und ja, aber ansonsten ist der auch klar auf den Punkt. Gerade was Vicious betrifft, der hält nie irgendwas zurück. Und da weiß man immer direkt, woran man ist. Und das fand ich gut. Und sie hat halt auch mit ihrer Art und Weise, die Geschichte zu beschreiben und zu erzählen, auch die Charaktere gut vermittelt. Mit ihrer ganzen Art und Weise, auch in der Ausdrucksweise der Charaktere. Das fand ich halt auch gut. Das hat mir auch gut gefallen. Mein Fazit zum ersten Teil der Sinners of Saint-Reihe ist, dass Vicious Love, wie gesagt, ein Buch ist, was überzogen ist, übertrieben, total kitschig. Was einen ganz großen, krassen Stereotypen hat, was Vicious betrifft. Aber... ich mag solche Geschichten, ja. Und von daher fand ich dieses Buch einfach nur mega gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das hier komplett weggesuchtet und ich liebe es einfach. Wenn ihr solche Bücher mögt und auf so einen kitschigen Scheiß auf gut Deutsch steht, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Ich fand es richtig gut. Ich freue mich auf den zweiten Teil und bin gespannt, was
mit der Schwester von Emil jetzt alles noch passiert. Und mehr kann ich im Endeffekt nicht dazu sagen, außer dass mir das Buch richtig gut gefallen hat und ich auf so einen Scheiß einfach abfahre. Und ja, ich empfehle es euch, wenn ihr das auch mögt. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch für dieses Video. Und zwar ist das Verliere mich nicht von Laura Kneidel. Das ist ja der zweite Teil dieser Dilogie. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Reihenbezeichnung für gibt. Ich habe ja Berühre mich nicht Ende letzten Jahres gelesen und für mich war das ein gutes New Adult Buch, aber für mich war das ein bisschen langgezogen und ein bisschen langatmig alles. Also ich mochte die Geschichte rund um Luca und Sage und fand es auch wunderschön geschrieben, aber für mich war das halt alles ein bisschen zu viel und zu langatmig und es war auch irgendwie alles ein bisschen zu kitschig für mich. Und ich wollte natürlich aber trotzdem wissen, wie die Geschichte jetzt ausgeht. Deswegen habe ich den zweiten Teil jetzt gelesen. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil um einiges besser gefallen hat wie der erste. Ich fand das Tempo in den zweiten Teil um einiges besser. Auch wenn das wieder ein relativ dickes Buch ist, hat man hier für, also hatte ich hier für mich jetzt nicht solche Längen. Ich habe dieses Buch wirklich relativ schnell gelesen. Man konnte es auch nicht aus der Hand legen. Es war jetzt nicht so wie im ersten Teil. Im ersten Teil dachte ich so, ja, könnt eigentlich dieses Kapitel überspringen, hier passiert eh nichts. Und so war es im zweiten Teil halt nicht. Im zweiten Teil, wie gesagt, hat das Tempo für mich super gepasst. Ich bin super schnell durch die Geschichte gekommen. Ich habe auch immer eine gewisse Spannung in der Geschichte empfunden, dass ich halt auch weiterlesen wollte, dass ich wissen wollte, wie das Ganze ausgeht, dass ich wissen wollte, wie das Ganze weitergeht. Und das war für mich persönlich halt um einiges besser wie im ersten Teil. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und ja, ansonsten zum Inhalt kann ich euch nicht wirklich viel sagen, da der zweite Teil direkt an den ersten anknüpft. Ich würde euch sonst spoilern. Ich kann nur sagen, dass die Geschichte rund um Luca und Sage hier natürlich genau da ansetzt, wo der erste Teil aufhört. Ansonsten kann ich nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich mochte dieses Drama am Anfang. Ich muss nur sagen, dass mir das am Ende alles ein bisschen zu abgehackt war. Das Ende war für mich dann einfach so, ja, jetzt ist das so und bumm und das ist jetzt so. Und diese Zweifel, die sie diesbezüglich aber vorher alle hatte, Die sind nicht nochmal irgendwie ausgeräumt worden. Also du hast da nicht nochmal eine Erklärung gekriegt, warum, wieso, weshalb das jetzt genau so geendet hat, was diese eine Sache betrifft. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir einfach gerne noch so ein bisschen mehr eine Erklärung drumherum gewünscht und ein bisschen mehr so aufgezeigt bekommen, was halt alles in Konsequenz auf diese Sache passiert ist. Ich will euch nicht spoilern, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, was genau hier abgeht, aber das fand ich halt so ein bisschen schade, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, da wäre ich ein bisschen glücklicher für mich aus diesem Buch rausgegangen. Ansonsten war das ein gutes, solides Ende. Ich bin zufrieden mit dem Ende, es hat für mich alles gepasst. Was die Charaktere betrifft, muss ich sagen, dass ich bei Sage manchmal einfach dachte, hat die ein Brett vorm Kopf? Das ist so offensichtlich, was hier abgeht und sie checkt es einfach nicht, also in Bezug auf Luca. Also sein Verhalten war schon so mega offensichtlich und die hatte einfach mal die ganze Zeit hier so ein riesen Brett vorm Kopf. Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, Mädchen, verstehst du das nicht? Ey, hallo, offensichtlicher geht es nicht. Und da hätte ich sie am liebsten, und das hat mich genervt, das hat mich so genervt, der ihre, dieses Brett, was sie da einfach die ganze Zeit vor ihrem Kopf hatte, das ging mir auf den Sack. Und ich meine, ich weiß, warum sie dieses Brett vom Kopf hätte, ganz einfach, weil das Buch dann nur halb so dick gewesen wäre, wenn sie schneller das alles begriffen hätte. Aber das hat mich schon irgendwie ein Stück weit echt so, es ist so offensichtlich alles. Und du, Mädchen, verstehst es nicht. Und ja, egal, lassen wir das. Ansonsten fand ich Luca und Sage als unsere zwei Hauptcharaktere in diesem Buch wieder gut. Die haben mich gut unterhalten, die beiden. Ich mochte auch die Nebencharaktere wieder. Ich finde ja April als Charakter sehr, sehr cool. Und ich finde auch die Freundin von Sage richtig toll. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Wie hieß sie denn? Megan hieß sie. Megan, genau. Megan fand ich auch, dass es eine richtig coole Protagonistin gewesen ist. Und ja, also ich mochte die Charaktere wieder, wie gesagt, nur das Brett, was Sage da teilweise vom Kopf hatte, ging mir ein bisschen auf den Sack. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich die Charaktere wieder mochte, dass mir das gut gefallen hat, dass ich das Zusammenspiel der Charaktere mochte und ja, mir gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in Malview, was ja so ein typisches, so eine typische College-Stadt ist. Wir haben ja natürlich auch wieder so ein typisches College-Setting. Wir haben hier viele Szenen, die in der Wohnung spielen von Luca und April. Wir haben wieder Szenen, die in dem Café spielen, was wir schon kennen. Wir haben Szenen, die wieder in der Bibliothek spielen. Also wir haben hier wieder Orte und Settings, die wir schon kennen, was natürlich einem sehr, sehr leicht fällt, sich die Orte wieder vorzustellen. Das muss ich auch an dieser Stelle mal noch sagen, dass ich super schnell wieder in das Buch reingekommen bin. Ich hatte keinerlei Probleme, irgendwie wieder in die Geschichte
Geschichte reinzufinden. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich hatte hier keinerlei Startschwierigkeiten quasi mit dem zweiten Teil, wie man das ja manchmal so hat, wenn man Monate oder so zwischen einem Buch hat und einer Geschichte hat, dann kommt man manchmal sehr schwer wieder rein. Das ging mir ja jetzt letztens erst so bei... Was habe ich denn jetzt vor kurzem erst gelesen? Ich weiß es nicht mehr, aber da bin ich auf jeden Fall auch nicht so gut in die Geschichte wieder reingekommen. Da brauchte ich erstmal so 50, 60 Seiten. Ach, bei Ewig Bier war das, siehst du? Da brauchte ich erstmal so 50, 60 Seiten, ich wieder richtig drin war in der Geschichte, ich wieder wusste, wer wer ist. Und das hatte ich hier halt gar nicht. Hier bin ich, wie gesagt, wieder so super in die Geschichte reingeflutscht. Es war alles noch sehr präsent. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war ich sehr happy drüber, weil ich mag es immer nicht, wenn man am Anfang immer so stolpert und das mal wieder überlegen muss und sich finden muss und wer war was und wie war was. Und ja, das hatte ich halt hier nicht. Das fand ich auch gut. Ja, also wie gesagt, vom Setting her, um darauf immer zurückzukommen. Also was das Setting betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Das hat mir alles gut gefallen. Das ist wie im ersten Teil. Das fand ich da ja auch schon gut. Und was den Schreibstil von Laura Kneidl betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Es ist wieder ein lockerer, leichter, ganz einfacher, schlichter Schreibstil, der super für eine Adult-Geschichten ist. Er ist ein bisschen romantisch. Er erzeugt Spannung. Und er holt einen auch ab und das finde ich gut, das hat mir wieder gut gefallen, mag ich sehr und ja, ich kann nur sagen, dass mir Verliere mich nicht noch besser gefallen hat wie Berühre mich nicht, wie gesagt, weil das Tempo und das alles, das war halt einfach mehr meins. Und ja, ich mochte das Ende dieser Reihe. Ich finde, dass das gute Einsteigergeschichten für das New Adult-Genre sind. Ich habe jetzt halt schon sehr, sehr viel in diesem Genre gelesen, deswegen... Für mich ist das eine sehr, sehr gute, solide Geschichte. Es ist jetzt aber keine Geschichte, die mich extrem begeistern konnte. Aber ich finde, wenn man noch nie etwas in diesem Bereich gelesen hat und man möchte sich da mal so rantasten und gucken, ob das was für einen ist, finde ich, sind diese Bücher dafür sehr, sehr gut geeignet. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich fand den zweiten Teil gut. Wie gesagt, für mich besser wie der erste. Und ich mag es. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.